Guten Tag, grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben einen Helm dabei, aus Familienbesitz oder richtig, gekauft als Sammler? Es ist ein bayerischer Raupenhelm, ein Erbstück in unserem Familienbesitz. Ach ja. In der Familie, in der Familie. Toll, bis heute. Bis heute erhalten. Und von wem wissen Sie? Das sind ja schon über gut und gern 140 Jahre. Das ist also dann schon eine Leistung in einer Familie, sowas so lang zu bewahren. Mit Umzügen, mit Entrümpeln, was alles immer so kommt. Putzwütige Hausfrauen. Erbschaften. Ja. Also ein schöner bayerischer Raupenhelm, Sie haben es richtig gesagt. Und zwar ist das für einen Infanterieoffizier. Haben Sie den Namen noch von dem Träger? Wer es getragen hat, wissen wir nicht. Wissen wir nicht mehr, aber außer von mir. Also ein Infanterieoffizier. Und es handelt sich hier um das letzte Modell ab 1873. Der Raupenhelm ist ja in Bayern etwas anachronistisch gesehen sehr lange getragen worden, bis 1886, während die Pickelhaube, der Helm mit Spitze, war ja schon ab 1843 in den anderen deutschen Staaten mehr oder minder zugange. Der Helm ist aus Leder, die Raupe ist aus echtem Bärenfell, die Beschläge sind vergoldet. Wir haben vorn dran den königlichen Namenszug L für Ludwig II., darüber die bayerische Königskrone, ja, da sehen Sie hier die Königskrone. Und dann haben wir auf der linken Körperseite, wenn der Mann den Helm trägt, die bayerische Kokarde, und zwar in Offiziersausführung, silbern blau, also weiß-blau für die bayerischen Farben, in der Mitte eine Krone. Dann haben wir hier auch gut zu sehen die Lüftung. Der Mann hat ja auch geschwitzt. Mhm. Wie gut die Lüftung funktioniert hat, wollen wir dahingestellt sein lassen. Jedenfalls konnte man diese runden Öffnungen auch verschließen. Man konnte ihnen die innere Scheibe dann drehen. Bei Regen auch verschließen. Bei Regen verschließen, ganz richtig. Dann haben wir den Kinderriemen. Das ist also ein einfacher Lederriemen an Löwenköpfen. Und bei Offizieren mit dieser gekörnten Halterung, bei Mannschaften war die glatt. Wir schauen mal hinein. Ist auch innen noch alles soweit komplett. Ich meine, die Altersspuren sind da. Aber wir haben hier ein wunderschönes, altes, originales Seidenfutter. Und das Schweißleder, das ist das braune hier, der Kranz. Und dann bei Offizieren immer die bunt gefütterten Schirme. Einmal vorne der grüne Futter, der Vorderschirm grün gefüttert und der hinterste Nackenschirm ist rot gefüttert. Insgesamt völlig unberührt und original. Wir machen den Riemen nochmal in der richtigen Länge, wenn ich das kurz ändern darf. Das zieht man hier durch. Dann wurde das geknickt und hier eine Lederschluppe drüber gezogen. Und so ist er dann eigentlich getragen worden. Nicht in Bereitschaft, sondern zum Ausgang. Ja, genau. Der Riemen wurde nur runtergeschnallt, wenn im Gefecht praktisch, wenn eben gelaufen wurde, gesprungen wurde und sonstige Bewegungen waren. Ja, wie gesagt, ein schöner, original erhaltener Helm mit den ganz normalen Altersspuren, die man nach über 140 Jahren tolerieren muss. Die Raupe, die wurde oftmals belächelt, nicht die Raupe, was soll das für Lefanz? Aber da ist innen oft Geflecht drin, also wie Korbgeflecht, Holzwolle oder Füllmaterial. Das hat praktisch einen Säbelhieb von oben, von einem Kavallismus gut abgebremst. Ja. Das ist also wie ein Sturzhelm wirkt das, weil diagonal drauf geht. Also ist nicht bloß für Lefanz, sondern das hatte eine Funktion. Ja. Der Raupenhelm blieb bis 1886 und wurde erst nach dem Tod Ludwigs II. Auch in Bayern dann gegen die Pickelhaube vertauscht. Der Wert, wenn Sie heute sowas verkaufen würden, Sie bekämen für den Helm heute in dem Originalzustand 1500, vielleicht 1800 Euro. Ja, ein schönes, wunderbares Familienschätzchen. Vielen Dank fürs Zeigen. Und wir werden es auch weiterhin in der Familie halten und werden es sicherlich nicht veräußern. Ja, und bewahren Sie ihn gut auf, dass keine Motten und keine Milben reinkommen. Ja. Das ist immer wichtig. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.